Hallo und herzlich willkommen zum Pokémon Blaue Edition LP, wo wir heute die trainerbesetzte Route durchqueren auf dem Weg zum Mondberg und zur nächsten Arena. Und ich habe mir gedacht, da die letzten Tage so besonders für Pokémon waren, reden wir doch über die zwei großen Sachen da oben. Und damit meine ich jetzt nicht Jesus Christus und Gott, sondern die Sonne und den Mond, denn Pokémon Sonne und Mond, Sun and Moon, welche vor einigen Tagen oder vor einem Tag vor der Pokémon Direct geleakt worden sind, wurden jetzt offiziell in dieser Direct bestätigt. Und holy shit, ich habe Leute gesehen, die gesagt haben, yo, geiler Scheiß. Ich habe Leute gesehen, die rumgeheult haben, dass es keine mega super Pokémon Z Deluxe Quadruple Edition gibt, weil Zygarde ja so besonders ist und die neuen Formen gekriegt hat und X und Y total doof waren, weil da hat ja 2% Content gefehlt, der in anderen Editionen drin war und boah, Leute, chillt doch einfach mal. Ich meine, seid doch einfach froh, dass ihr eine neue Edition kriegt mit 100% neuem Content, als wie zu sagen, oh, guck mal hier, jetzt gibt es X und Y und Z und da nach der Pokéliga gibt es dann eine 30-Minuten-Story über Zygarde und dann kann man das mega super perfekte Zygarde fangen und nein, bitte. Seid froh, dass ihr eine neue Region habt, 100% neuer Content und weiß ich nicht was, als wie so eine Special Edition. Also, ich bin generell nicht der Fan von diesen Special Editions. Also, na. Wo dann die Entwickler höchstens mal so 2 Stunden neuen Content reinbringen. Was nicht immer was Schlechtes ist. Ich meine, wie heißt's? Die Kampfzone oder die Kampfzonen, die waren immer ganz lustig mit ihren Challenges und so. Sowas ist okay, aber nur für jetzt, oh, guck mal hier und nach den Credits gibt's dann die geheime Szene, wo dann Zygarde ist und dann verwandelt sich das Zygarde und bleh, och, Leute, nein. Ich bin echt gespannt auf Pokémon Mond und Sonne. Am meisten auf die Starter, denn die Starter sind immer, finde ich, was sehr Besonderes, denn das sind so die Pokémon, die einem von Anfang an aufgedrückt werden. Also bei wilden Pokémon kann man ja sagen, ne, ich fange mir lieber ein Pikachu, weil das kenne ich. Aber meist ist das ja so, oder immer ist das ja so, dass man einen Starter kriegt, was neu ist. Und das muss man halt nehmen, um seine Reise zu starten. Und deswegen finde ich, die Starter sind immer was ganz Besonderes. Und ja gut, die Legendären sind für viele auch recht besonders, aber da ich selber nicht so der Freund von legendären Pokémon bin, ne, kann man ja abwarten. Vielleicht finde ich ja ein legendäres Pokémon, was mir gefällt, aber grundsätzlich tendiere ich zu Pokémon Mond, weil das die blaue Edition ist und blau ist meine Lieblingsfarbe. Dementsprechend, ja, fällt die Wahl mir da recht leicht. Jo, trainieren wir auch mal unser Pikachubby, damit es schnell zu einem Raichu wird und wir schnellstmöglich kein blödes Pikachu mehr haben. In den Logos von Pokémon Mond und Sonne wurden komische Kristalle gefunden, welche in Verbindung stehen vielleicht mit einem aus Japan nie rausgekommenen Pokémon-Manga, in welchem die Trainer mit den Pokémon fusioniert sind, quasi Power Rangers-like. Und jetzt sind die Vermutungen recht hoch,
dass eben das das neue Feature ist, dass der Trainer mit dem Pokémon fusioniert. Und ich werde mich nicht jetzt schon einscheißen, man weiß ja nicht, was eigentlich los ist, und wir wissen bis auf ein Pokémon und vielleicht die Region nichts davon, aber Leute, ihr habt die Mega-Entwicklung. Baut darauf auf, macht neue Megas, stärkt die Pokémon, die halt ein bisschen zu kurz gekommen sind in den letzten Generation und gut ist, aber doch jetzt nicht wieder was Neues. Ich meine, ich bin keiner, der sagt, nee, Veränderung, ich will's nicht, Veränderung ist doof, aber mit der Mega-Entwicklung haben sie jetzt ein neues, recht cooles Feature. Und wenn sie das jetzt für Oras und X und Y benutzen und dann in der nächsten Generation wieder was Neues machen, das eigentlich fast das gleiche ist dann wie die Mega-Entwicklung, nämlich das Pokémon ist stärker und hat eine neue Form, dann denke ich mir so, nah. Ich meine, so abwegig ist der Gedanke noch nicht mal, denn im Anime, den ich ja nicht mehr wirklich verfolge, gibt es jetzt irgendwie so ein Greninja von Ash, welches so eine besondere Form hat und dadurch stärker wird, aber mit Ash so eins wird und... Ich meine, ich fände es okay, wenn man sagt, oh, das ist eine besondere Mega-Entwicklung, wie für Rayquaza, wo man dann keinen Megastein braucht, sondern die Freundschaft muss hoch sein. Aua. Oh, dieser Silberblick. Die Freundschaft muss hoch sein und dann kann Greninja zu Mega Greninja mit dem Nickname Ash Greninja werden. So quasi auch als Notch zum Pokémon-Anime, den es ja jetzt auch schon, wer weiß wie lange, gibt. Das fände ich voll okay, aber grundsätzlich ist es dann ja noch ein Mega Greninja. Das ist voll okay, aber zu sagen, so, wir haben jetzt das neue Feature und das ist Pokémon-Fusion, wo dann das Pokémon so aussieht wie der Trainer, das ist ja auch blöd, weil wie soll denn das funktionieren? In der nächsten Generation hat man ja dann einen ganz anderen Trainer, der halt ganz anders aussieht. Wenn man dann jede Generation, wenn man dann mit Pokémon-Fusion anfängt und dann die ersten 20 Pokémon-Fusionen hat, wenn man dann in jeder Generation neue Pokémon-Fusionen machen, die aussehen wie der Trainer aus der jeweiligen Region und... Wie will man das machen? Das wäre voll doof. Macht dieses komische Ash-Greninja von mir aus zu einem Mega-Greninja, wie gesagt, als Anspielung auf den Anime, und gibt nebenbei auch noch wie heißen die anderen Starter auf Deutsch? Delphox? Heißt das Delphox auf Deutsch? Ich bin mir gar nicht sicher. Das Fuchschen und das Kastanienhörnchen, keine Ahnung, was es ist. Naja, auf jeden Fall dem Füchschen, dem Fünks, weil das mag ich. Aber das sollte ja eigentlich jetzt nicht wirklich überraschen. Wie gesagt, Pokémon-Fusion fände ich jetzt... fände ich jetzt nicht wirklich toll. Ich meine, ich wäre jetzt keiner, der rumheult und sagt, ne, die Edition spiele ich nicht, weil die haben jetzt Pokémon-Fusion gemacht. Aber es wäre in meinen Augen total sinnlos, weil es dann eigentlich nur eine andere Form von Mega-Entwicklung ist. Ich meine, so diese Protomorphose von Groudon und Kyogre war auch gewissermaßen eine Mega-Entwicklung, nur halt anders benannt. Und genau so wäre es dann auch bei den Mega-Entwicklungen, also den Pokémon-Fusionen. Nur ich fände halt eben diese Idee von Fusion, Trainer und Pokémon doof. Weil es dann entweder editionsspezifisch sein muss, dass nur in Pokémon Sonne und Mond das gibt, weil man hat eben diesen anderen Trainer in Edition Generation 8, 1 und 2, keine Ahnung.
Und gut ist... Na, jetzt bin ich vergiftet. Doch. Weil Pokémon-Fusion unter Pokémon hatte man ja gewissermaßen. Also, man hatte ja in Schwarz und Weiß 2 das Kyurem Weiß und Kyurem Schwarz, was halt, ja, sich mit Kyurem, Reshiram und Zekrom verbunden hatte. Das finde ich irgendwie okay. Zwar hat zwar dann was von Power Rangers, aber naja, es ist halt Pokémon und wenn sie sich das einfallen lassen, dann machen sie es halt so. Aber grundsätzlich, das wirklich als neues Feature und nicht als Mega-Entwicklung zu verkaufen, wäre halt leicht Hirni. Und apropos Hirni, hier gibt es keine Schützer. Also Schütze. Apropos Schütze. Wie viel habe ich eigentlich noch? Zeig ich mal her. Trank, Gegengift und eine TM. Ja komm, warten wir. Sonst kann ich hinterher keine Supertränke und sowas kaufen. So. Wie gesagt, das war so meine Meinung zu den angeblichen neuen Features, die ja in Pokémon Sonne und Mond passieren könnten, wollen, ne? Lass die Mega-Entwicklung als Super-Power-Entwicklung und gut ist. Jetzt in jeder Generation sich was Neues einfallen zu müssen, fände ich doof. So. Aber das war so meine Meinung zu Pokémon Sonne und Mond bisher. Ich bin echt gespannt auf Pokémon Sonne und Mond. Und wenn ich bis dahin schon die Möglichkeit habe, das Spiel aufzunehmen, dann, ja, wird es auf jeden Fall passieren. So, Level 16. Jetzt sollte sich Chigi entwickeln, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass das, ich glaube, in der Generation 2 war es auf jeden Fall so, dass das gewisse Pokémon auf 12, manche auf 16 und manche auf 18 sich entwickelt haben. So war das, meine ich. Und wenn nicht, dann frage ich mich, woher ich das hab. Hey, Leonardo entwickelt sich. Wap, 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 wap. Bam. No, ich finde das irgendwie so knuffig. Ich weiß nicht, das Shilock sieht so deplatziert und uch aus, aber es ist so knuffig. So, aber jetzt haben wir die tolle Region, Route, Entschuldigung, schon geschafft. Noch ein, zwei Trainer, glaube ich. Und dann sind wir durch. Ich werde jetzt auch nicht jeden Trainer mitnehmen, weil da unten war ja auch noch so ein Trainer. Aber komm, den einen Trainer kann man auch auslassen. Wenn ich grinden muss, dann mache ich es offscreen, davon seht ihr dann nichts. Von daher verpasst ihr nichts Wirkliches. So, unser Leonardo ist wunderbar toll. Safcon, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, jetzt trainieren wir nämlich Pikachubby mal. Denn das müssen wir auf Level 18, 19 oder so mal kriegen für die Wasserarena. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber die Wasserarena sollten wir bis dahin, oder wir sollten bis dahin schon vorbereitet sein für die nächste Arena. Und ja, je besser wir unser Pikachu trainieren, desto eher haben wir unser Raichu. Unser Raichu! Du hast meine Pokémon besiegt. No! So, an dem könnten wir uns vorbeischleichen. Aber nein! Warum denn auch? Ich sollte mal Pikachu nach vorne packen. Und nein, das sind keine Annäherungsversuche. Du dumme Göre, du. Ah, wie geht es dir? Mit deinem Knuffelpuff. No, und es sieht so hässlich aus in dieser Gen. Aber diese hässlichen Sprites, die gehören einfach zur Gen 1. Die sind einfach so knuffig. Da keine Wirkung auf mich.
Leonardo will nicht schlafen. Leonardo will kämpfen und Pizza. Und aussetzen will er auch nicht. Es will dich mit den weißen Tropfen der Liebe überschütten. Also, die Tropfen hier sind halt weiß. Entschuldigung. So war das nicht gemeint. Ihr schmutzigen ihr. So, los geht's. Uhuhu. Ach komm. Ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist selber schon. Na. Sollen wir mal gucken, was es hier gibt? Machen wir mal. So. Und es gibt. Pummelhof! Hallo! Na! Wie geht es dir? Guck mal hier, kennst du den schon? Ich glaube aber auch früher war es schon. Nach. Was? Nein! Nein! Oh, ich hasse Gesang. Ich meine, früher war es noch echt schwer, Pokémon einfach so ungeschwächt zu fangen, lustigerweise. Die wollten halt einfach nicht, dass man einfach... Nein! Big Mama, warum hast du so große Ohren? Damit ich besser hören kann. Boah. ZZZ. Ja, ich schlaf doch. Och, Knuffelpuff. Wie oft denn noch? Ich sehe es schon kommen. Sobald ich aufgewacht bin, schläfert es mich wieder ein. Aber ich glaube, Pummelhof kann außer Gesang auf dem Level noch nichts. Ich glaube, Pfund oder so kann es aktuell gar nicht. Na. hallo. Oh, endlich. Eigentlich muss ich jetzt fliehen, weil irgendwie ist das total behindert. Oh, komm, ich werfe noch einen Pokéball, den gönne ich dir noch, aber wenn du dann nicht bei uns bleibst, dann hast du Pech. Dann leck mich. Blödes Arsch. Ach. So, aber hier ist ja direkt ein Pokémon Center vor dem tollen Mondberg. Welchen wir im nächsten Part machen werden. Und glaubt mir, Leute, wenn ich es könnte, würde ich ihn einfach überspringen. Denn der Mondberg ist so die größte Kacke, die es gibt. Also dann, Zubat Central. Wir stellen uns hier neben unsere Lieblingspalme. Unsere Geburtstagspalme. Pokémon ist ja 20. Da hat man halt eine Geburtstagspalme verdient. Ich bin der Momo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und so... Man sieht sich im nächsten Part. Tschüsseken.